Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach westlichen Astrologie Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop, und ich habe erklärt, was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt bei Teil 2 geht es um die Geburtshoroskop-Analyse nach westlichen Astrologie. Das sind meine letzten Aufnahmen nach westlichen Astrologie. Die gebuchte Horoskop-Analyse werde ich selbstverständlich durchführen. Und dann biete ich das nicht mehr an, sondern nur indischen Astrologie oder tibetischen Astrologie. Und jetzt zu diesem Horoskop-Analyse. Liebe Esairida, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In diesem Bild siehst du in die Mitte ein Engel, Engel Elemiach. Dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist. Das ist dein persönlicher Schutzengel. Und dieser Engel hat die Zahl 4 und so wird das geordnet nach Kabbalah. Und das bedeutet dein Grundbedürfnis in dein Leben nach Sicherheit, Stabilität, nach Struktur. Engel Elemiach ist Engel die verborgenen Dinge, hilft dir ein glückliches Leben zum Führen und hilft auch die Basis Glück und Wohlstand erlangen. Zeigt dir, wie du dein Leben schöpferisch gestalten kannst. Zeig neue Wege, gib dir Optimismus, Harmonie, gib dir Kraft und Klarheit bei deinen Entscheidungen. Lenkt dein Schicksal, dass du ein glückliches, zufriedenes Leben führen kannst. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Zwillinge im Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Und das ist dein Aszendent. Und das bedeutet für dich, du bist ein Kind davon. Beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, das zeigt dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Und das heißt für dich, das Spielerische, die Leichtigkeit, diese Beweglichkeit und schenkt dir eine jugendliche Aussehen, eine jugendliche Ausstrahlung und das ganze Leben lang, weil das begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das ist für dich wie ein Kostüm, was du in dir trägst. Das ist natürlich nicht dasselbe wie deine Ausstrahlung, weil das kommt von deinem Inneren. Was vermittelt dir persönlich die Tierkreiszeichen Zwillinge? Weil du bist ein Kind davon und zeigt auch deine Persönlichkeit. Dazu erzähle ich die klassischen mythologischen Geschichten. Es gab eine Königin Leda. Leda war wunderschön und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger von Zeus, aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde sie auch schwanger.
Leda gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Castor ist der Sohn von König, also menschlich und sterblich. Pollux ist der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge sind und waren immer miteinander verbunden. Dann kam die Zeit, dass Castor sterben müsste, und Pollux war traurig und ging zu seinem Vater und sagte: Ja, ich möchte auch sterben, ich kann meinen Bruder nicht alleine lassen, ich möchte auch nicht alleine bleiben. Und das berührte Zeus und sagte: Nein, du musst nicht sterben, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen im Himmel gesetzt. Und das sind die Hauptsterne im Tierkreiszeichen, Zwillinge, Castor und Pollux. Und das zeigt für uns etwas Wichtiges, dass wir eine Seele haben. Und dieser Teil in uns ist göttlich, also unsterblich. Das ist die Teil Pollux. Aber unsere Seele wird den Körper verlassen nach dem Tod. Die Seele verlässt auch Materie, die Seele verlässt auch die Erde und kehrt zum Gott zurück. Wenn die Seele sich befreit fühlt und sagen kann, es war schön, ich bin glücklich, ich fühle mich frei, dann hat die Seele sich befreit von Karma. Natürlich kommt die Gerechtigkeit dazu, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und das heißt, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Das muss die Seele ausgleichen. Und das ist ein Gesetz. Also das kommt auch noch dazu. Aber wenn die Seele unglücklich, bedrückt fühlt, dann macht eine Seelenreise und befindet sich in ein Rad. Und dieser Rad heißt Schicksalsrad. Und die Seele sucht einen neuen Weg, einen neuen Schicksalsweg aus und kommt wieder auf die Erde. Und das ist die Teil Castor, das Menschliche, das Mensch zu sein. Und das ist begrenzt, das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Und wir machen diesen Schicksalsweg. Und die Seele kennt das, weil die Seele hat das selbst ausgesucht. Und dieser Weg ist das goldene Weg. Und ein Geburtshoroskop zeigt sich das, in welchen Weg die Seele ausgesucht hat. Natürlich machen wir Umwegen, ganz klar, weil wir haben die freien Wille und wir können unserem Leben so gestalten, wie wir wollen. Und das ist dieser goldene Weg. Und wenn uns das bewusst ist, dass wir eine Seele haben und diese Seele ist in unserem Inneren, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und dann besuchen wir auch unsere Seele. Und dann kümmern wir auch um unsere Seele. Durch eine meditative Haltung, durch diese Ruhe, dieser Rückzug. Unsere Seele mal besuchen und unseren Inneren gestalten. Wie einen inneren Tempel. Und es gibt uns Kraft. Das ist das innere Kraft. Und dann können wir unsere Ängste loslassen, weil wir spüren Gott in uns. Und das ist diese Verbindung. Und das zeigen die Zwillinge. Und dann kommt das Kind zu sein. Das heißt, dann können wir unserem Leben viel leichter, viel einfacher, spielerisch gestalten. Haben wir viel weniger Angst. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte und Wertschätzung und Selbstwertgefühl und auch die Finanzen
Und energetisch hängt das auch zusammen, wenn jemand sagt, ich habe das nicht verdient, ich bin es nicht wert, verdient auch nichts. Oder was er verdient, geht zum Verlust. Weil selber sagt auch, mir steht das nicht zu, ich habe das nicht verdient. Also setzt man das in Ursache und dann kommt auch die Wirkung. Also hier ist auch wichtig, unseren Gedanken auch ein bisschen kontrollieren. Wie denken wir, was sagen wir? Stattdessen sollen wir eher das betonen. Ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon in Besitz. Hier auch aufpassen, nicht sagen, ich werde das in Besitz nehmen, sonst schieben wir die Zeit voraus. Ich habe jetzt schon im Besitz. In dem Moment setzen wir das in Ursache und es wirkt. Und dieser Lebensbereich hat ein Tor und diesem Tor öffnet sich auch mit den Tierkreiszeichen Zwillingen. Und hier setze ich das so hin, die Zwillinge sind dein Aszendent und gleichzeitig die Zwillinge öffnet sich den Tor zum zweiten Lebensbereich. Die dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an deine Kindheit in Schulzeit. Wie war das damals, die Verbindung zu deinen Geschwistern oder anderen Kindern? Wie hast du das erlebt als Schülerin? In die Klasse warst du anerkannt, hast du Freunde gehabt, hast du dich behaupten können, könntest du dich damals durchsetzen? Diese Erinnerungen bleiben auch. Weil später im Leben treffen wir auch solche Situationen oder trifft uns auch solche Situationen, wo wir uns durchsetzen müssen, weil es sind auch Konkurrenten oder Rivalinnen. Und wie gehen wir damit um? Außerdem, dieser Lebensbereich zeigt auch, wie wir Wissen vermitteln, Wissen annehmen, die Informationen. Dieser Lebensbereich hat auch mit Medien auch etwas zu tun und das öffnet sich bei dir mit Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs hat aber noch einen Einfluss auf deine Finanzen und deinen Werten. Die Krebs ist familiär. Entweder war diese Zeit wirklich sehr familiär oder hast du dieses Bedürfnis gehabt. Aber die Tierkreiszeichen Krebs zeigt ein Zuhause für deine Seele, aber auch dein Inneren. Und das sollst du gestalten. Dann hast du dieses Wissen auch. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und das vergleiche ich mit einem Baum. Und das bedeutet hier in diesem Platz, das ist die Wurzel. Hier fühlen wir verwurzelt, verankert. Das ist unserem Zuhause, unserem Ahnen, Traditionen, unserem Herkunft. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Löwe. Aber die Löwe hat noch einen Einfluss auf den dritten Lebensbereich. Das zeigt dein Zuhause und Löwe zeigt Luxus. Und das liebst du auch. Das glänzt, das muss was Exklusives sein. Die fünften Lebensbereich sind die Kinder, deine Kinder, dann später deinen Enkelkinder, aber zeigt auch deine Kindheit und auch dein inneren Kind. Und das ist so wichtig, auf unserem inneren Kind auch achten. Immer wieder mal sagen zu uns selbst, das hast du gut gemacht, ich bin so stolz auf dich. Weil diese Sätze stärken uns innerlich. Und dieser Rückblick an die Kindheit, die schönen Erinnerungen immer bewahren, behüten, auch Bilder. Aber das, was mit Tränen verbunden sind, das Loslassen. Und wir können vieles von Kindern auch lernen, weil sie zeigen, wie sie spielen. Und diese spielerische
das sollen wir auch in unserem Leben leben, unserem Leben schöpferisch gestalten, mit Lebensfreude oder etwas mal mit Humor spielerisch betrachten, nicht immer alles so ernst zu nehmen. Das bedrückt uns auch, sondern davon befreien. Natürlich brauchen wir Ernsthaftigkeit, ganz klar. Aber es gibt Situationen, wo das besser ist, mit Leichtigkeit nehmen, darüber lachen oder über uns selbst zum Lachen, befreit auch. Und das ist diese Lebensfreude, Kreativität, auch diese schöpferische Kraft. Hier hast du Jungfrau. Und die Jungfrau hat noch einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Und das bedeutet Ordnung, Sauberkeit. Und das war immer geordnet. Und so kennst du von Kindheit. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit. Die Arbeit und die Pflichten und Gesundheit. Und hier öffnet sich den Tor mit Waage. Und hat dem Waage noch einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich. Das ist natürlich sehr kreativ und die Waage liebt das Schöne, das Harmonische. Und das ist eine schöpferische Kraft. Hier hast du mit dem fünften Lebensbereich auch noch einen Einfluss von Waage. Und damit öffnet sich den Tor zu deiner Arbeit auch. Und das könntest gestalten, eine kreative Arbeit. Schönheit, Kreativität ist hier im Vordergrund. Dann kommt die Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion ist eingeschlossen im sechsten Lebensbereich. Und so fühlt sich das auch an und wartet darauf, befreit zu sein. Und was zeigt sich bei den Skorpion? Die Wandlung, die Transformation, das ist Pluto-Energie. Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Ich werde das noch erklären. Das lassen wir mal so stehen und dann werde ich das nochmal drauf eingehen, wie du das befreien kannst, weil dann kannst du in beruflichen Situationen deine Möglichkeiten, deine Chancen besser nützen. Die Tierkreiszeichen Zwillinge ist dein Aszendent. Und das heißt, in dem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen. Und im selben Moment, in Westhorizont, ging unten die Tierkreiszeichen Schütze. Und hier hast du einen Spiegelblick. Und in dem Moment, wo wir geboren sind, in diesem Augenblick, schauen wir in die Spiegel und sehen wir etwas. Das ist unserem Seelenpartner. Und bis dritte Lebensjahr haben wir noch diese Erinnerung. Später erinnern wir bewusst nicht daran. Aber in unserem Unbewussten, unserem Seele, flüstert das uns. Wir spüren das, das muss so sein. Wir haben einen Seelenpartner und diese Tür öffnet sich hier mit Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist der Bereich Liebe, Partnerschaft. Die achte Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Und hier ist auch die Pluto-Energie, was wirkt. Natürlich nicht bei die Steinbock, sondern im Lebensbereich. Die achte Lebensbereich zeigt die Themen, was die Pluto-Energie betrifft. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Dann weißt du, wie hier transformieren kannst. Und die Steinbock zeigt, so erreichst du deine Ziele. Und so wird das Realität. Das ist schon Steinbock-Energie. Und dann fühlst du dich hier befreit,
weil dann kannst du die Tierkreiszeichen Skorpion befreien und das wirkt auf deinen Gesundheitszustand auch nicht vergessen. Hier handelt es sich auch um Gesundheit. In diesem Bild ist Pluto. Pluto, wo gerade Persephone raubt. Pluto ist nichts anderes als Hades. Und Hades herrscht im Unterwelt, im Todesbereich. Dieser Todesbereich, diese Unterwelt hat mit Böses überhaupt nichts zu tun. Das zeigt unserem Unbewussten. Und in diesem Unbewussten, in diesem Welt herrscht Pluto. Und hier raubt Persephone. Wer ist diese Persephone? Persephone ist die Tochter von Demeter. Demeter ist eine Erdgöttin. Unserem Planet Erde steht mit Gaia in Verbindung. Und Demeter zeigt das Leben auf die Erde, unsere Natur, das Leben auf die Erde. Das ist Demeter. Und Persephone ist die Tochter von ihr. Und Hades oder Pluto verliebt sich an sie. Pluto hat sie beobachtet, wie sie spielt in Blumenwiese und er raubte. Und er nahm sie in seine Unterwelt. Er gab ihr einen Granatapfel. Persephone hat diesen Granatapfel gegessen und in dem Moment verliebte sich an Pluto. Und das ist auch die Fruchtbarkeit-Symbol, Symbol für Fruchtbarkeit. Die beiden haben sich verliebt. Und Demeter suchte Persephone verzweifelt. Und in dieser Zeit konnte Demeter nicht mehr um die Getreide kümmern. Und die Menschen haben gehungert. Das war die 7 mageren Jahre. Es war kein Getreide mehr da. Und suchte Persephone. Und die Götter haben das zugeschaut eine Weile. Und dann haben sie die Entscheidung getroffen, so geht es nicht weiter. Die Menschen brauchen die Getreide, die brauchen das Leben auf die Erde. Wir müssen verhandeln, wir müssen Persephone zurückholen. Und haben sie Hermes, den Götterbote, geschickt und Hermes hat mit Hades verhandelt. Und die beiden haben sich geeinigt. Persephone ist ein halbes Jahr im Unterwelt bei ihr geliebter Ehemann und ein halbes Jahr ist auf die Erde bei ihren geliebten Mutter. Und das zeigt die Kreislauf des Lebens, die Jahreszeiten. In dieser Zeit, wo Persephone bei Hades ist, ruht sich die Natur. Das ist die Winterschlaf. Und im Frühling kommt sie wieder und das Leben blüht wieder auf. Und das symbolisiert die Kreislauf des Lebens. Also das hat mit Tod gar nichts zu tun, weil das wiederkehrt sich. Das Leben, das ist ein ewiges Leben. Und Pluto herrscht nicht nur in diesem Bereich und sorgt für diesen Kreislauf, die Natur, sondern wenn wir schlafen, in einen Tiefschlaf, sind wir auch in diesem unbewussten Zustand bei Pluto. Und in dieser Zeit erholen wir uns, die Körper regeneriert sich wieder. Dann die Erneuerungsprozesse, wie die Zellen erneuern sie sich, das gehört auch in Plutos Bereich. Das ist die Wandlung, die Erneuerung. Und die Sexualität gehört auch dazu, weil das ist auch das Leben erhalten zu bleiben. All das ist Pluto-Energie.
Und ich habe das erzählt zum Verstehen, weil hier handelt es sich nicht um Tod und Vernichtung und Todeswelt. Hier handelt es sich um das Kreislauf des Lebens und unserem Unbewussten. Und dieser Pluto herrscht über die Skorpion. Und die Tierkreis zeichnen Skorpion zeigt natürlich diese Wandlung. Diese Wandlung und hat auch mit Sexualität natürlich auch was zu tun. Und diese Wandlung brauchst. Und die Tierkreis zeichnen Skorpion ist Wasserelement. Das hat mit Gefühlen etwas zu tun. Und das sind diese alchemistischen Prozesse in unserem Leben, die Angst loslassen, die Zweifel oder Schuldgefühl. Und dann befinden wir uns in dieser Wandlung. Und das hat mit Skorpion-Energie was zu tun. Und hier fühlst du dich wie gefangen. Und das sollst du befreien. Das hat auch mit Sexualität aber auch was zu tun. Und nicht nur hier brauchst diese Pluto-Energie, sondern im achten Lebensbereich steht im Herrschaft von Pluto. Und in diesem Platz hast du aber den Steinbock. Und die Steinbock zeigt die Ziele. Wie erreichst du deine Ziele im Leben? Wie kletterst du in Spitze des Berges, was deine Ziele symbolisiert? Wenn du deinen Gefühlen so transformierst, dass immer weniger Angst oder Zweifel entsteht, dann geht das viel einfacher und geht es viel leichter. Im neunten Lebensbereich öffnet sich den Tor auch mit Steinbock. Und hier hat auch einen Einfluss. Steinbock hat da auch einen Einfluss und das bedeutet Reisen und Ausland, Auslandskontakte, Reisen im jungen Jahren, das ist eher eingeschränkt. Im zweiten Lebenshälfte hast du mehr Glück, was die Reisen betrifft oder die Auslandskontakte betrifft, aber bedeutet nicht nur die Reisen, sondern auch die inneren Reisen, die Spiritualität. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes und das ist das Krone des Baumes und tatsächlich, das ist wie eine Krone, zeigt Anerkennung, Respekt, wie erlangen wir das, bekommen wir das überhaupt, diese Ansehen, das zeigt auch die Öffentlichkeit und auch unsere Berufung und hier hast du die Wassermann. Die Tierkreis zeichnen Wassermann zeigt, wie bekommst du Anerkennung, wie erreichst du deine Ziele und wo liegt deine Berufung. Die Tierkreis zeichnen Wassermann steht mit Adler auch in Verbindung. Und das ist wie ein Adlerblick, die Zeit vorausdenkende. Und diese Intelligenz hast du, das kannst du in deiner Berufung auch leben. Wassermann zeigt auch sich außergewöhnlich, einzigartig, also jedenfalls nichts Bürgerliches, das ist mal klar bei Wassermann. Also etwas Außergewöhnliches tun, daran liegt deine Berufung. Steht auch mit Astrologie in Verbindung. Und hier ist für dich wichtig, dass du etwas Außergewöhnliches magst. Richtung wäre zum Beispiel Astrologie oder wie kannst du deine Ideen verwirklichen, dieser erfinderische Geist und die Ideenreichtum, die Wassermann, aber steht auch mit Technik in Verbindung. Aber hier im sechsten Lebensbereich, wo auch um die Arbeit geht, hier hast du mehr die Kreativität und die Schönheit, die Schönheitssinn und die Kunstkreativität. Und hier kannst du deine Ideen verwirklichen. Aber du brauchst das Gefühl dazu, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Dieses Gefühl hilft dir, all das zu erreichen. Im 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen
Aber nicht nur das, sondern auch Freundschaften oder soziale Kontakte, eine Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind. Das zu gründen oder da anmelden, diese Kontakte zu pflegen. Hier öffnet sich den Tor mit Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen zeigt, wie kannst du deine Wünsche, deine Hoffnungen leben. Wieder Wasserelement hat wieder mit deinen Gefühlen was zu tun oder transformieren die Gefühle, aber anderes als bei Skorpio. Hier geht es um Träume. Hier herrscht Neptun und das ist der Planet für Künstler, aber auch für die Träume. Dieses Sternbild besteht aus zwei Fischen. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel und Selbstmitleid und andere leiden auch alle mit. Und man genießt dieses ständige Leid, weil man bekommt von anderen ein bisschen Streicheleinheiten und es geht nichts voran und das blockiert alles. Das ist die eine extreme Richtung. Und das führt entweder zu Depressionen oder zum Alkohol oder Drogenkonsum. Die andere Richtung ist ein Traum, eine Vision, das zu verwirklichen. Und das ist die richtige Richtung. Eine Vision zu haben darüber, was du erreichen möchtest. Und hier hast du den Platz, wo um deine Wünsche geht. Dann hast du mal eine Vorstellung davon. Und wenn du das glaubst, wenn du das vertraust und das loslassen kannst, einfach geschehen lassen, dann kannst du sicher sein, das erreichst du auch. Natürlich muss ein Traum realistisch sein. Aber wir haben die Möglichkeit, unsere Träume zu leben. Mir fällt immer wieder Arnold Schwarzenegger ein. Lest mal seine Biografie. Genau das ist es. Er wusste in jungen Jahren ganz genau, was er erreichen wollte. Und das hat er auch erreicht. Weil er seine Vision, seinen Traum gelebt hat. Und er hat es noch nie aufgegeben. Er hat daran noch nie gezweifelt. Und dieser Traum wurde wahr. Genau das ist es. Das ist diese Kraft. Das ist diese Stärke. Die zwölften Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Hier sind auch karmische Themen, auch die Gründe, warum ist es so oder so. Oder die Ursache, die Erkrankungen. Und hier sind auch die geheimen Feinde. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen wieder. Und das bedeutet, deine eigenen Kraft, dich behaupten, dich durchsetzen und das hast du auch. Aber hier in diesem zwölften Lebensbereich ist die Stier eingeschlossen. Und diese eingeschlossenen Stier sollst du auch befreien. Und was vermittelt dir den Stier? Das Leben genießen, ja, die Ruhe bewahren, gut gehen lassen, das Leben genießen, das, was du brauchst. Und es ist wie eingeschlossen. Wahrscheinlich liegt das an deiner Kindheit, wo Pflichten gehabt hast, wo deine Eltern wahrscheinlich das vermittelt haben, ja, sei nicht so faul, jetzt musst du das mal alles in Ordnung bringen und du müsstest immer diese Pflichten nachzugehen. Aber nichts tun ist manchmal auch viel getan, weil in dieser Ruhe liegt die Kraft. Und das brauchst du, das brauchst du. Wenn du das nicht kannst, das kann sogar später die Ursache sein zum Erkrankungen, weil das ist das, was hier gespiegelt ist. Versuche, das Leben leichter zu nehmen, das Leben mal genießen. Und das sollst du in Besitz nehmen. Stier hat auch mit Besitz auch etwas zu tun. Alles, was dir wertvoll ist, gehört zu dir und nimm das in Besitz. Und dieses Recht hast du. Und jetzt Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in
dein Horoskop in Tierkreiszeichen Steinbock im 9. Lebensbereich. Und da findest dein Selbst, da fließt deine Lebensenergie. Das hat mit Ausland zu tun, das hat mit Reisen zu tun, das hat mit höheren Bildung zu tun, das hat mit Spiritualität auch etwas zu tun. Und hier lernst du Ziele setzen. Und hier brauchst du die Kraft, die Ausdauer, das nicht aufgeben, sondern wirklich dich da verwirklichen. Im ersten Lebenshälfte hast du Einschränkungen, gar nicht so einfach. Aber im zweiten Lebenshälfte bringst du es in Form, das bekommt eine Struktur. Geht auch viel einfacher, viel leichter. Mond hast du in Tierkreiszeichen Löwe im 3. Lebensbereich. Und das entspricht deinen Gefühlen. Und das heißt Wissen vermitteln. Das wäre auch ein Bereich, wo du dich verwirklichen könntest, ein Buch veröffentlichen, Seminare halten, Schulungen halten. Und du hast ein gutes Gefühl, dich zu behaupten gegen Konkurrenten. Weil hier hast du die Löwe-Energie und die Löwe lässt sich nicht vertreiben, sondern zeigt sich stark und stellst du dich in die Mitte. Auch wenn du innerlich unsicher bist und unsicher fühlst, nach außen zeigst du das nicht. Merkur ist in Tierkreiszeichen Schütze. Aber im 8. Lebensbereich. Schütze, aber im 8. Lebensbereich wirkt Merkur. Merkur hat einen Einfluss oder wird zugeordnet, so ist besser gesagt. Merkur ist zugeordnet zu Kindheit und Jugend. Und da hast du Themen von deiner Kindheit. Weil du warst anderes erzogen, als du selbst sein wolltest. Es ist gut gemeint, du hast vieles gelernt, in dein Leben Ordnung zu haben, aber du dürftest nicht so sein, wie du bist, oder du dürftest nicht so frei sein oder so spielen mit Leichtigkeit. Und genau das, diese Erinnerungen hast du und genau das lernst du, deinen Gefühlen so transformieren, dass du jetzt sagst zu dir selbst, ich darf das doch erlauben. Es ist nicht verboten, so zu sein, wie ich bin. Und so sollst du dich auch zeigen. Und das ist dieser Prozess hier, die Transformation. Im 8. Lebensbereich sind aber auch Themen wie Erbschaft oder ämtlichen Themen oder Investitionen. Und hier bei Merkur-Energie handelt es sich auch um Handlungen, Verträge. Also das wird für dich auch ein sehr wichtiges Thema sein. Und Schütze hat einen Bezug zum Ausland. Das kann Auslandsverträge oder Erbschaften natürlich auslösen. Venus befindet sich auch im Schütze, aber im 7. Lebensbereich, wo um die Partnerschaft geht. Und Venus zeigt hier dir Glück. Nicht nur Venus ist hier, sondern auch dein Glückspunkt. Du hast Glück in die Liebe-Partnerschaft. Mars zeigt deine Kraft, deine Energie, wie du dich durchsetzt im Leben. Und diese Mars-Energie ist zwar männlich, aber diese Energie haben wir Frauen auch, natürlich nicht so ausgeprägt wie bei einem Mann, aber wir haben auch diese Mars-Energie und das brauchen wir auch. Etwas in Bewegung setzen, mutig zu sein, uns zu behaupten, uns zu wehren. Und diese Mars-Energie hast du in Skorpion. Mars fühlt sich wohl in Skorpion, weil Mars herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Nicht nur Mars, sondern auch Pluto. Die Tierkreiszeichen Skorpion hat zwei Herrscher. Einmal Mars, einmal Pluto. Und hier hast du die Mars-Energie
Und natürlich, das ist sehr kraftvoll, sehr, sehr kraftvoll, aber eingeschlossen. Skorpion ist eingeschlossen. Die Kraft ist da in dir, aber du traust es nicht zum Zeigen. Ja, niemand verletzen. Natürlich, Mars hat auch mit einem Mann auch was zu tun und auch mit Sexualität auch was zu tun, diese Leidenschaft, aber eher diese männlichen Energie. Und wenn es um Beziehungen geht, dann fühlst du dich wie eingeschränkt. So fühlt sich das wirklich an. Also befreie dich und genieße das einfach. Jupiter ist auch in Skorpion. Und Jupiter bringt dir auch Glück. Wenn du hier unbeschwert, befreit fühlst, ohne Angst, dann hast du auch Glück. Und das verspricht dir Jupiter, weil das ist der größte Glücksplanet. Und du hast Glück in die Liebe, Partnerschaft. Nicht nur, weil Venus hier im siebten Lebensbereich wirkt, sondern wie ich schon sagte, dein Glückspunkt ist auch hier. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn ist auch der Planet der Karma und belehrt uns. Saturn befindet sich in deinem Horoskop in Stier und hier ist eingeschlossen im 12. Lebensbereich. Das bedeutet für dich, fühl dich frei und genieß das Leben. Das ist deine Lernaufgabe. Aber erkenne auch die Gefahren, auch die geheimen Feinde, das sollst du auch sehen. Das belehrt dich Saturn auch. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen. Uranus befindet sich im Waage, aber im 5. Lebensbereich. Im Waage, aber im 5. Lebensbereich. Und da hast du die großartigen Ideen. Und das kannst du beruflich verwirklichen, weil Uranus herrscht über die Wassermann. Und da liegt deine Berufung. Und wenn du das kreativ gestaltest, spielerisch wie die Kinder und schöpferisch, das ist deine schöpferische Energie und auch deine großartige Ideen, dann lebst du auch deine Berufung. Neptun zeigt deine Träume. Neptun ist in Tierkreiszeichen Schütze, aber im 6. Lebensbereich. Also Schütze, aber hier im 6. Lebensbereich hat mit deiner Arbeit etwas zu tun. Und Neptun ist der Planet für Künstler. Lass dich inspirieren. Das sind Träume, Visionen, Inspiration. Das ist alles Neptun. Lebe deine Träume beruflich. Pluto habe ich dir hier bei dieser Geschichte schon erzählt, was das bedeutet. Pluto ist im Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das im 5. Lebensbereich. Pluto im Jungfrau im 5. Lebensbereich und ist rückläufig. Und diese Rückläufigkeit von Pluto heißt, du hast hier karmische Themen. Deine Lernaufgabe ist, Kind zu sein. Ganz einfach. Alles andere, wo das bedrückt, unterdrückt auch und dein Leben zu schwer macht, davon loslassen, verabschieden. Das ist die Pluto-Energie. Alles loslassen, was diese Kraft raubt. Chiron zeigt einen wunden Punkt in uns und dazu erzähle ich auch die Geschichte. Chiron ist im Widder, im 11. Lebensbereich, hier bei Freundschaften. Und das wirst du erleben auch, dass oft verletzen sie dich oder du wirst da ausgenutzt. Und
Das ist für dich wichtig, dich durchsetzen und nicht alles gefallen lassen. Das ist ein Wunderpunkt. Dazu die Geschichte. Saturn ist Kronos, der Gott der Zeit in griechischen Mythologie. Saturn war verheiratet mit Rhea, aber er ist auch fremdgegangen. Also nicht nur Zeus, sondern er aber auch. Und verführte eine Nymphe. Eine Nymphe ist eine junges Mädchen, könnte man so sagen. Also Saturn oder Kronos verführte diese Nymphe. Und dann kam die Ehefrau Rhea und vertrieb Saturn. Und dieser junges Mädchen wurde aber schwanger und gebar Chiron. Und dieser Chiron war ein Mischwesen, halb Mensch und halb Pferd. Das ist hier die Körper, das ist wie ein Pferd und halb Mensch. Und die Mutter hat so hässlich gefunden, dass sie verwandelte sich in einen Lindebaum. Und das Kind als Neugeborene, stellt euch mal das vor, als Neugeborene war plötzlich ganz alleine da, ohne Mutter, ohne Vater. Und Apollo, der Sonnengott, hat zu sich genommen und hat in seine Erziehung gekümmert. Und er wurde was ganz, ganz Besonderes. Er war weise, er war Ratgeber, er könnte die Kunst, die Musik und war die größte Heiler überhaupt. Und dann später hat einen giftigen Pfeil ihn getroffen, war zwar aus Versehen, aber dann kam die körperliche Verletzung auch dazu. Und er könnte alles heilen, er könnte jede heilen, aber er könnte sich selbst nicht heilen. Und dann bat sein Vater, er möchte sterben, weil er kann das nicht ertragen, dieser Schmerz. Er möchte seine Unsterblichkeit aufgeben, er will sterben. Und hat diese Unsterblichkeit an Prometheus weitergegeben. Aber wurde trotzdem unsterblich gemacht, weil sie haben dann im Himmel gesetzt und er herrscht über die Schützen. Weil das ist hier dieser Kentaur, man nennt Kentaur, dieser Mischwesen, genau da ist in die Schütze. Also wurde unsterblich gemacht. Astrologisch bedeutet, wo haben wir die Wundepunkt? Seelisch oder körperlich? Und das zeigt bei dir, das sind die 11. Lebensbereich. Und das heißt, dein Wundepunkt ist, wenn du nicht deine Träume lebst. Dein Wundepunkt ist, wenn du die Hoffnung aufgibst. Dein Wundepunkt ist die falschen Freunde. Das ist es. Und da brauchst du Heilung. Und er bringt aber auch Heilung. Du musst damit nur bewusst sein. Und jetzt schauen wir an die Einflüsse von Fixsternen. Deine Sonne befindet sich im Steinbock und hat einen Einfluss von Nashira. Dieser Stamm bedeutet übersetzt ein ausbreitendes Glück und zeigt dir ein glückliches Leben oder wo deine Sonne ist, da hast du Glück. Und das sind die Reisen oder eine höhere Bildung oder die Prüfungen im Leben bestehen oder die Spiritualität, da hast du Glück. Dein Aszendent ist Zwillinge und wird von Plejaden bestrahlt, die Plejaden und die Hyaden, das sind die Töchter von Atlas und hier in diesem Bereich ist der goldene Tor der Ekliptik, wo die Plejaden und Hyaden befinden. Und hier bei den Plejaden ist wichtig zum Erkennen, um was geht das hier in diesem Bereich.
Und das ist nicht nur bei Zwillingen, sondern auch bei Stier auch wirksam. Und das heißt, so wie Frau Holle das beschrieben hat, diese Märchen, das passt genau dahin. Das passt genau. Wir entscheiden in unserem Leben, in welche Richtung bewegen und was ist unsere Einstellung. Sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch? Sind wir die Gewinner im Leben oder sind wir die Verlierer im Leben? Sind wir die Goldmarie oder sind wir die Pechmarie? In welche Richtung lenkst du deine Aufmerksamkeit in diesem Weg wirst du gehen? Also dann sei lieber die Goldmarie und zeig Lebensfreude und Optimismus. Dein Mond hat keinen direkten Einfluss. Merkur hat einen Einfluss von Speculum. Und das ist das Pfeil der Schütze und das zeigt die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße und das ist die Richtung zielbewusst. Und was ist dieses Zentrum? Unsere Wünsche. Und sei ein Kind, mach das spielerisch. Kannst du das zum Beispiel auch so praktizieren? Schreib auch, was du wünschst. Auch wenn im ersten Moment so erscheint für dich, oh, das kommt sowieso nicht in Erfüllung, das erreiche ich niemals. Also nicht die Verstand einschalten, sondern dein Gefühl. Sei ein Kind, schreib einfach auf. Und dann machst du das als Zielsetzung. Setz Ziele. Du musst nicht sofort hohe Ziele setzen, was im Augenblick nicht zum Erreichen ist, weil das werft uns zurück. Mach kleine Ziele und so geht es immer weiter. Und dann erreichst du auch deine Ziele. Und genau diese Richtung zeigt dein Merkur. Und das heißt, das sind die Handlungen. Das sind die richtigen Handlungen. Aber mach spielerisch. Venus befindet sich im Schütze. Und hier hast du einen Einfluss von Schlangenträger. Und das beeinflusst schon dein Liebesleben. Asklepios ist dieser Schlangenträger. Ich setze zum Venus. Asklepios. Asklepios ist der Sohn von Sonnengott und wurde von Chiron unterrichtet. Und Asklepios ist der himmlische Arzt. Und da brauchst du Heilung. In deiner Liebe brauchst du Heilung. Und das sind Erinnerungen, entweder in jungen Jahren oder in früheren Leben. Und diese Heilung kommt auch, weil dein Seelenpartner bringt dir auch diese Heilung. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Und Agena bestrahlt dein Mars. Agena ist einer von den Zeigern. Bungula ist der andere. Und dein Jupiter wird von Bungula bestrahlt. Das heißt, Mars hat einen Einfluss von Stern Agena und Jupiter hat einen Einfluss von Stern Bungula. Und beide sind Zeiger. Die beiden Zeiger heißt es. Und in welche Richtung zeigen diese Zeiger? Die zeigen ein Sternbild und bestimmen die Richtung. Und dieses Sternbild heißt das Kreuz des Südens. Und dieses Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar. Und in diesem Sternbild befindet sich der Südpol. Und das dient zum Orientierung. Außerdem beschreibt auch spirituelle, religiösen Themen. Und nicht nur das, sondern in indischer Astrologie wird das so beschrieben, dieser Kreuz ist wie zwei Schwert und symbolisiert die Trennung von Angst befreien. Und dann fühlt man sich auch wie befreit, aber außer dieser Angstbefreiung heißt auch die Spiritualität. Und hier wirkt das in beruflichen Situation. Saturn befindet sich hier im Stier
und hat einen Einfluss von Menkar. Und diesen Stern Menkar befindet sich im Stammbild Walfisch. Und dieser Menkar zeigt sich außerdem, was die Stier auch beschreibt, das Lebensfreude. Saturn belehrt dich, du sollst all das in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist, und du sollst die Ruhe bewahren, einfach mal das Leben genießen. Das ist deine Lernaufgabe, wirklich. Und hast du noch einen Einfluss von Menkar? Und dieser Menkar befindet sich im Stammbild Walfisch, und dazu gibt es auch eine Geschichte, und das erzähle ich auch, weil das hilft dir, deine Lernaufgabe zu verstehen. Es gab eine Königin Cassiopeia, und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, und das ist Poseidon. Und dieser Poseidon hat den Walfisch in diesem Königreich geschickt, diese prahlenden Königin zu bestrafen. Und genau dieser Menkar, dieser Stern, befindet sich genau in diesem Walfisch. Und dieser Walfisch kam dann an in diesem Königreich und dachte, oh, was soll das? Warum muss ich das machen, was Poseidon mir sagt? Ich mach, was ich will. So hat er sich entschieden. Und statt den Königin zu bestrafen, wie Poseidon das befohlen hat, er nahm einfach Andromeda, die Königstochter, diese schöne Königstochter. Und Andromeda wurde gefesselt in einen Felsen. Und diese Andromeda hat Angst gehabt, weil in die Nähe war Medusa, und diese Medusa war die furchterregende mit Schlangenhaare, und jede, wo Medusa erblickt hat, hat Angst bekommen von ihr. Und das ist hier der Kopf von Medusa, die furchterregenden. Und von dieser Medusa hat Andromeda schon Angst gehabt. Bis dann Perseus kam, Perseus, und befreite Andromeda. Hier ist Perseus. Perseus befreite Andromeda und befreite auch von Ängsten. Und die beiden haben sich verliebt. Und Perseus tötete Medusa. Und in dem Moment ist Pegasus geboren. Pegasus ist der Sohn von Medusa. Sohn, das ist ein Pferd eigentlich. Ein Pferd, ein weißes Pferd, was Flügel hat. Also kann fliegen. Und das war die Befreiung. Vielleicht setze ich das so. Pegasus, Perseus und hier Medusa. Und diese Geschichte erzählt von Angst zu befreien. Und diese Geschichte hat einen Einfluss auf Saturn in dein Horoskop, wo deine Lernaufgabe ist. Fühl dich befreit. Befreit von Angst. Befreit von diesen Einschränkungen. Und auch von Verlustangst. Uranus befindet sich im Waage und wird von Algorab bestrahlt. Dieser Algorab hat mit Rabe eine Verbindung, diesem Sternbild Rabe, und das symbolisiert Lügen. Und das heißt, du wirst in deinem Leben immer wieder mit Menschen begegnen, die dich nicht ernst nehmen oder die lügen. Und das sollst du auch, diese Art von Gefahren, aber auch kennenlernen. Also sei vorsichtig und überleg, das hat jetzt mit dem Liebe nichts zu tun. Das kann auch Freundschaften bedeuten oder Kollegen. Aber sei immer vorsichtig und überlege jedes Mal bei neuen Begegnungen oder bei bestehenden Freundschaften auch,
wenn du so komisches Gefühl hast, dann stell die Frage, ist das eine Lüge oder ist das die Wahrheit? Und da ist diese Uranus-Energie, wo Uranus sagt, da brauchst du Veränderung in dein Leben, sei ein bisschen vorsichtiger. Neptun im Tierkreiszeichen Schütze wird von Akrab bestrahlt und das zeigt hellsichtige Fähigkeiten, Spiritualität. Pluto hat keinen direkten Einfluss, Chiron hat einen Einfluss vom Pegasus. Da brauchst du die Heilung, befreit zu sein, so wie Pegasus von Medusas Leib, von dieser Mutterbindung befreit wurde, das bringt dir auch die Heilung. Und die beiden Mondknoten, es gibt die absteigende Mondknoten, das symbolisiert die Vergangenheit, alte Karma, alten karmischen Erinnerungen, das hast du im Löwe. Da kennst du dich aus, mit Löwe kennst du dich aus. Und hier wird von Al-Yabhaq bestrahlt und diesem Stern Al-Yabhaq bedeutet für dich Hindernisse überwinden im Leben, die Gefahren wahrnehmen, die Feinde zu erkennen. Und dann bist du etwas vorsichtiger im Leben, nicht mit Angst, überhaupt nicht, sondern in diesem Lebensfahrt, wo du dich bewegst, sei etwas vorsichtiger. Und hier hast du karmischen Erinnerungen. Karmischen Erinnerungen. Natürlich kann auch bedeuten, das hast du erlebt im früheren Leben und es sind noch Ängste da, Urängste. Und davon sollst du befreien. Dein aufsteigender Mondknoten, das, was deine Seele sucht, das ist Wassermann, befreit zu sein, diese Leichtigkeit, einzigartig fühlen, deine Berufung zu leben, dein Leben so zu gestalten, Anerkennung bekommen, Ansehen bekommen, deine Ziele zu erreichen, das ist dein Weg, was deine Seele ausgesucht hat, weil genau das, was dich befreit, die Wassermann, was dich befreit. Jetzt die Verbindungen. Pluto steht in einer Spannung mit Merkur. Pluto ist in dein Horoskop rückläufig, zeigt auch alten karmischen Themen, auch Ängste. Und von diesen Ängsten sollst du befreien und Merkur zeigt, sei ein Kind in dein Leben. Und damit meine ich nicht kindisch zu sein, sondern gestalte dein Leben spielerisch, schöpferisch, genieße das einfach. Das ist für dich die Befreiung. Befreist du auch von alten Karma. Pluto steht in einer sehr schönen Verbindung zum Jupiter und Neptun und das zeigt, du hast Glück im Leben, du kannst deine Träume verwirklichen, du hast diese innere Kraft. Wenn dich die Angst nicht blockiert, dann lebst du deine Träume. Und Mond steht mit Neptun, Jupiter, auch eine wunderschöne Verbindung. Das kann eine schöne Mutterverbindung sein oder bedeutet auch deinen Gefühlen. Mond symbolisiert auch deinen Gefühlen. Du kannst deine Träume leben und das hast du auch. Du hast Visionen, du hast Träume, du hast Fantasie, du bist auch spirituell, du bist auch kreativ. Gestalte das einfach, trau das einfach zu. Liebe Ezeirida, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.